Komm. Johann der Superstar. So Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen YouTube-Video auf dem Gigas Nutrition Kanal. Wieder mit dem Spezialgast und der Hauptperson im Video, Johann. Ja, heute steht ein gutes Schultertraining an. Heute nimmt mich der Johann wieder auseinander. Vor dem Training habe ich 15 Gramm EAAs, Glutamin EAAs, Beta-Alanin und Kreatin habe ich hier drin. Und der Rest kommt hoffentlich nach. Ansonsten könnt ihr die Produkte erwerben mit dem Rabattcode EMIR10. Kriegt ihr die besten Rabatte und spart natürlich sehr, sehr viel Geld. Sehr gut. Der Emir hat auch schon einen Booster genommen. Und ich auch. Ich nehme es nicht zum Trainieren, ich nehme, dass ich ihn trainiere. Ja? Ich habe keinen Booster genommen, weil meiner nicht da ist. Aber wir machen mal so. Zum Glück gibt es diese Marke nicht in Deutschland, deswegen ist es okay, wenn ich. So, jetzt ist es im GN-Shaker, dann passt. Ach du Scheiße. So, jetzt ist es im GN-Shaker, jetzt passt das Ganze auf. Jetzt ist es nicht mehr so schlimm, jetzt ist es wie von GN. Ich würde sagen, ich werde mich nur ein bisschen Schultern aufwärmen. Du überlegst dir welche Übung, wie immer. Und dann Kickdown. Geh du aufwärmen. Er hat gesagt, in Deutschland würde er es so, machen. Hier in Brasilien, so. Ah. In Brasilien machen wir es so. Ein bisschen explosiver, oder? Der Booster kickt bei dir, ne? Manche. Auch wieder wach. Sehr gut. Der Booster da, der ist schon reingefahren. Ne? Ist wie der Booster von GN, nur dass der von GN ein bisschen besser ist. Komm! Wiederholungen, bekommst du mehr Pump. Du entscheidest. Oder noch einen so und dann einen nochmal runter. Ja. Machen wir mit 12 Wiederholungen mit mindestens.
3. Rock mir. 2. Einer. Okay. 2. 3. Ja. Eins, zwei. Das Problem von Emir ist, er will schwer trainieren. Aber er hat vergessen, dass er in der Vorbereitung ist. Dass er weniger isst, dass das Wasser ein bisschen rausgeht aus den Gelenken. Und die Kraft geht ein bisschen runter. Das muss in seinen Kopf rein. Noch einer. Okay. Komm, einer. Okay. Puh. Ich bin leer, weißt du, ich merke, dass ich leer bin. Richtig leer. Ich bin auch sehr aufgewacht. Das ist schon leer. Ich bin danach im Cardio. Dachte ich, bin durchsichtig. Das heißt, eine Stunde ist Cardio. Eine Stunde heute und morgen, eine Stunde morgens und eine Stunde nach dem Training. Morgen auch dasselbe. Da die ganzen Leute in den Kommentaren schreiben, weil es hier so heiß ist, warum ich mit der Pullover trainiere und nicht im T-Shirt und kurzer Hose. Guckt euch mal diese Klimaanlagen hier an. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, gefühlt 20 Klimaanlagen hier. Das glaube ich, es ist nicht so warm, wie euch das denkt in Deutschland. Nein, das ist mit Sicherheit, die Klimaanlage ist ab 17 Grad, mit 100%. Ihr habt im Internet immer über alle Sachen leicht reden. Aber machen tut hier gar nichts, sondern nur Kommentare schreiben.
Machen wir hier noch drei. Seitlich. Okay. Leute, hier, die Studie ist voll. Es sind viele Ausländer auch hier, von Japaner. Und es sind auch viele Brasilianer hier. Ja? Und Brasilianerinnen, typische Brasilianerinnen. Wie diese hier zum Beispiel. Kinderkopf. 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 Ficke. Es brennt gut, ey. Sehr, sehr gut. Oh. Oh, ich kann meine Schulter nicht hochheben. Aber ist immer so bei mir gewesen. Immer zum Schluss der Woche, wenn ich durchtrainiert habe. Schulter, Arm habe ich schon gemerkt. Weil du vielleicht hast du unter der Woche einen Erholungstag brauchst. Wir gehen jetzt 5 Tage durch, 6 Tage durch. Wechselt das T-Shirt. Ist zu nass. Ah. Weiter zurück, runter. Stufe 6 wie in Deutschland. Mache ich auch die Maschine immer. Aber die ist bei euch schwerer. Nee, ist genau dieselbe. Genau dieselbe. Okay.
Johann der Superstar. Und das ist noch nicht aus. Wir haben noch Aerobic, ja, wir werden noch jetzt. Genau, ich muss jetzt noch eine Stunde Cardio machen. Eine Stunde. Eine Stunde morgens und eine Stunde nach dem Training. Warum? Weil wir müssen in Form kommen. Da kannst Warum? Auch mal. Weil er zu dick ist. Genau, weil ich zu dick bin und zu viel gegessen habe im Aufbau. Und ja, bis auf die erste Übung lief eigentlich alles relativ gut. Ja. Ja. Die erste Übung habe ich ein bisschen verkackt. Gibt es leider auch mal. Ist schwer zu akzeptieren, aber man muss es leider akzeptieren, so wie alles andere im Leben. Deswegen war heute nicht das schwerste Schultertraining. Sonst hätten wir ein bisschen Seitenheben gemacht. Normalerweise machen wir mit Kurzhantel ja, nochmal schwer Seitenheben. Aber Johann dachte sich heute, komm, versuchen wir ein bisschen mehr gut. Mehr den Pump auf das Brennen, auf das Spüren der Muskulatur. Ich habe es auch sehr, sehr gut gespürt. Besonders die erste seitliche Übung habe ich sehr, sehr gut gespürt. Es hat gebrannt, der Pump war da. Und ja, das war das Training. Jetzt steht noch Cardio an. Wir verabschieden uns. Wenn ihr was wissen wollt, wenn ihr irgendwelche Fragen habt, wenn ihr Wünsche habt, ja, bitte schreibt. Wir werden euch zurückschreiben, mit Sicherheit. Und ja, das war's. Den Wünschen werden wir nachgehen, beziehungsweise versuchen wir nachzugehen. Wir sind fleißig, also ihr könnt euch auf viele Videos freuen. Und danke an den Junior, an den Kameramann, der heißt so. Und damit meine ich nicht Neymar Junior, schau, sondern... Der ist da drinnen. Oh. Das ist unser Junior. Und er macht uns die ganzen Videos. Und ja, da sich jetzt viele auch gefragt haben, muss ich ganz kurz nochmal erwähnen. Ich habe so viele Nachrichten gekriegt in meinen privaten Nachrichten, wer mir das alles finanziert, ob mir das Johann alles schenkt und ob GN mir das finanziert. Also ich muss sagen, Johann hat mir einen sehr, sehr großen Teil geholfen, was bestimmte Sachen angeht. Dankeschön nochmal, Johann, dafür vor der Kamera. Vielen Dank. Danke auch an GN, dass sie die Videos sozusagen bezahlen und mich unterstützen dabei, dass ihr was zu sehen bekommt und damit ich euch was von der Vorbereitung zeigen kann. Ansonsten, ja, mehr gibt es eigentlich nicht zu sagen. Nee, das bei uns in Brasilien schaut das bei uns ein bisschen anders aus als wie in Deutschland. Zum Beispiel, ich habe eine Sponsorfirma von dieser hier, das heißt Oxygen Pharma, ja, die uns die Produkte. Genau, T-Shirts, ja, Cappies, genau, und alles andere, was und wir... Und die helfen uns. Und die helfen uns im Training sehr. Er hat kein T-Shirt, weil das hat ihm nicht gepasst. Genau, ich habe jetzt kein T-Shirt von Oxygen, weil alle zu klein sind. Wir müssen eine Nachproduktion für mich nachlegen. Ja. Nein, Spaß beiseite, genug gelabert. Danke an alle, danke fürs Zuschauen. Danke an Johann auch für seine Hilfe. Und ansonsten würde ich sagen... Bis zum nächsten Video. Bis zum nächsten Video.